Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 mit den werten Armbrustfans Stift. Hallo. Armbrustbogen. Ein Magazin Hand, pro Schuss. So. Wir warten jetzt eigentlich nur auf das übelste Mutierte. Aber irgendwie, das will noch nicht so kommen. Deswegen mache ich jetzt hier nochmal meine Werkstatt sauber in der Zeit. Einmal sauber machen geht immer. Arm, Brust, Bogen. Handmade. Wenn du nächste Woche das mit mir durchziehst, spiele ich nächste Woche darauf. Folgende Woche spielen wir dann nur Handmade. Nur Handmade. Es ist nur Handmade erlaubt. Und jeder muss mitmachen, Handmade. Ich zwinge sie dazu. Da bin ich klar im Vorteil. Da habe ich Übung. Ja, ja, klar. Ist ja deine Lieblingswaffe. Ja. Und da habe ich auch zwei, drei Einstände gefunden. So, jetzt komm mal her, mein kleiner Ruby. Was machen wir denn mit Kommunisten, Mann? Ich sehe sie nicht. Die Kommunisten sind ausgegangen. Wir müssen noch die gute Botkin-Spitze auf die Pfeile montieren. Oh ja. Welchen Zustand hatte meine Ausrüstung eigentlich so? Ich weiß es nicht. Och, jo. Ja. 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 Hat erstaunlich wenig gefressen, die letzten zwei Folgen. Naja, es kommt ja jetzt so, dein Räumungsbescheid, ne? Und dann wirst du schon sehen, was deine Ausrüstung abhat. Noch einer? Nee, diesmal kommt was anderes. Was richtig Fieses irgendwie. Was ist denn richtig fies für dich? Richtig fies. Na, wir hatten doch so schöne Schwarzbrennersausen mit Nahkampf. Ja, du willst das nur ist, du willst nur eine. Das ist mal so richtig persönlich. Okay. Und wenn man nur zu, dann nur zu zweit so, das. Und seit neuestem sind es ja Anglersausen eigentlich, ja. Von daher. Können wir gleich mal testen, ob sie da was am Schaden verändert hat. Aber ich muss sagen, Gauss macht immer noch sehr wenig Schaden gegenüber Brandbestien. Die Schadenszahlen sehen zwar gut aus, aber das war's auch schon. Oder wie wär's mal mit einer Härteprüfung, kann nur im Nahkampf getötet werden. Hat man das schon? Nee, fehlt auch noch. Siehst du? Ja, das hatten wir. Also wir zusammen noch nicht. Ich hatte es schon mal. Das war eigentlich relativ angenehm. Das war jetzt nicht so schwer. Kettensäge und gib ihm. Hier so schön die Aggressor-Drones und so, kann nur im Nahkampf. Oh, mein Camp wird endlich mal wieder angegriffen. Er hat es heute noch nicht, ne? Nee. Also, ist jetzt höchstens das sechste Mal. Ja, erst, Mensch. Also es ist, man sieht, es ist weniger geworden, doch. So häufig wie du in deinem Camp angegriffen wirst, so häufig werde ich das nicht angegriffen. Das ist echt ein Phänomen. Aber wirklich nur auf privat. Ich kann auf öffentlichen spielen, solange ich will, da kommt keine Sau vorbei. Sobald ich mich auf privat einlogge, Angler im Wohnzimmer, Supermutanten auf dem Dach, ja, alles kein Problem. Rettratten, die sich durch mein Gemüse fressen, immer nur zu. Ihr muss doch mal ein bisschen beschäftigt werden, der Junge. Ja.
Siehst du? Du wirst einfach nicht gefordert. Das ist das Problem. Und das Spiel sagt einfach nur so, komm, Stifti, hier, nimm noch mal ein bisschen. Ja, komm, wir haben da mal was vorbereitet. Komm her. Du möchtest es doch auch. Dass ständig alle Items kaputt gehen. Ja, oder du steigst in deiner Powerrüstung, plötzlich sind alle Teile weg, das macht auch Spaß. Ja, natürlich. Das ist immer das Spaßigste am ganzen Spiel. Oh, obvious. Da war ich schon wieder böse. Wir sind heute nicht böse. Nein, so bin ich. Nein. Nein. Sarkasmus. Ach Mensch, dauert noch eine Minute. Bin neugierig. Das ist für mich wie immer wie Weihnachten. Was kommt als nächstes? Oh, ein Sheep Squatch im Wald. Jawohl, nehmen wir mit. Warum denn nicht? Sheepy! Das können sich auch noch ausdenken. Ein Event, wo so 30 Sheep Squatch kommen, aber mutiert. Erdeprüfer! Was ist das? Ich kann gerade nicht gucken. Ach Mensch, schade, aber nur giftig. Ah, nur giftig, na dann ist nur das giftig. Ja. Ach Mensch. Das hatte ich, da hätte schon noch mehr gehen, finde ich. Aber jetzt kannst du ja ausprobieren, ne? Feuerschaden! Ja, endlich können wir den Feuerschaden hier mal testen. Also ich tritt mal in der Bagger an, ich bin mal gespannt. Bagger hält ja nicht so viel aus wie jetzt eine fette Kampfarmor. Oder gehe ich jetzt noch auf eine Kampfarmor? Nee, komm, ich probiere es in der Bagger aus. Stimpumpe ist ja drinne. 300 Stimpacks sollten vielleicht gerade so reichen. Das Einzige, was ich aber halt mal bräuchte, wäre kurz umsockeln auf schwere Waffen. Damit der Flammenwerfer ein wenig Schaden macht. Also laut Anzeige und laut Patchnotes, ne? Wird Aristatia jetzt wieder was nützen? Lass ich mich doch mal überraschen. Gegen den also Brandschaden. Die Zahlen, die da stellen, sind ja fantastisch. Na, gucken wir mal. Naja. So, lade mal alles hier. Ich muss mal kurz auf den, nee, nicht auf den Schläger, sondern auf den schweren Turtle. So. Gucken wir gleich noch, ob da auch alles richtig drin ist. Aber können ja schon mal hinporten. So, gucken wir nochmal. Wir haben Fleischklopfer drin. Nee, Fleischklopfer wollen wir nicht. Wir wollen anfeuern. Warum habe ich hier die Wissenschaftler drin? Weiß ich nicht. Dann machen wir das rein. Und was haben wir sonst noch? Batterien enthalten. Das ist drin. Dann machen wir erstmal Waffi-Schmied rein. Das passt alles soweit. Querschläger ist drin. Durchladen ist drin. Oh, ghoulisch bin ich auch noch. Wunderbar. Na dann. Schön, dich wiederzusehen. Die Gladiatoren. Mit Fluppe an. Passt. Den hast du jetzt bei mir weg. Auf Verstärkung brauchen wir nicht extra hoffen, also dann. Ach, Verstärkung. Easy, machen wir das jetzt hier. Easy. Ja, hier einfach so. Nebenbei. Ja, klar. Sind die Kings? Ja, Salut und dann geht's los. Und jetzt lassen Sie sich alle so gerne in Position, Gladiatoren. Runde 1 beginnt und endet mit eurem Tod. Das befürchte ich nämlich auch. Ach, was? So, jetzt lassen Sie mich mal die Kampfsperre ins Visier nehmen. Ach ja, richtig, da war ja was, das letzte Jahr noch giftfrei.
Alter, der Feuerschaden ist ja Pillepalle. Das ist richtig. Ne, die aggressive Drohne. Ja, ich wollte gerade sagen, das waren auch noch keine. Vielleicht sind es jetzt nur die Bots, die jetzt anständig sind. Haben sie es jetzt endlich geschafft? Weil bis jetzt. Na gut, Gift kriege ich ab, weil ich habe gerade keine Gewerkschaft an, aber okay. Nimmt man hin? Es wäre zu schön, um wahr zu sein. Ja? Ja, easy. Also bis jetzt nichts dabei. Da fällt mir ein Witz ein. Ne denn? Da fällt ein Mann aus dem 20. Stockwerk und als er am 8. vorbeikommt, sagt er, bis hier war es eigentlich ganz okay. Ja, ist gut. So. Nächste Runde, jetzt kommen die Aggressotrons. Ach, ich habe meinen Roboter abgeschlossen. Nein. Na siehst du. Das macht gar keinen Schaden mehr. Der brutzelt mich hier. Guck dir das mal an. Oh. Beschreiß nicht. Nicht, dass ich wieder hochdrehe. Es könnte versehentlich Leute geben, die wieder Spaß an Härteprüfung haben. Ja, doch. Guck dir das an, nur das Gift zieht mir was ab. Ich seh's. Ich hab ne Baggerrüstung an. Das ist keine Powerrüstung, wo man sagt, so bin ich stolz auf die Werte. Guck dir das an. Hast du das jetzt gesehen? Jetzt ist Härteprüfung wieder so, wie es mal war, ja. Ja. Wenn es, liebes Bethesda-Team, ich weiß, dass ihr zuhört, wenn es bitte so lassen könntet, danke. Du könntest aber trotzdem Emotes machen. Ja. So. Und dafür gibt's sogar noch ein Herz. Und wenn wir schon beim Wünschen sind, wir könnten an den Brandstiftern trotzdem noch was machen. Danke. Also ich fand die Brandstifter jetzt nicht so schlimm für diese Woche. Nee. Also die sind wirklich in Ordnung. Selbst hier das Feuer tut noch nicht mal mehr weh. Guck mal hier, ich stehe mitten in der Flamme. Oh, schön erstmal den Arsch ein bisschen anfeuern hier. Es ging. Wir haben es ja zu zweit geschafft, also von daher. Ja, natürlich. Scheiße, alles sagt gut. Man nicht. Genau, Scheiße macht man. Natürlich, ich hasse das, wenn die Legendären hier unten immer sind. Das ist jedes Mal nervig. Ich habe nichts gegen Legendäre, aber die Explosion immer in der Nähe, nicht so geil. Oh, Düsterbot. Oh, 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 oh. Ja, hier, weiter. Auf der Treppe. Natürlich. Genau, was für eine Teileverschwendung hier. Gib Gas, 30 Sekunden. Ein weiterer Sieg für die Bruderschaft. Gehen wir nach Hause. So. Es geht zurück ans Reißbrett, Rostadler. Die Gladiatoren haben gewonnen. Och, naja. Das war richtig easy. Habe mal nichts zu maulen. Das war ja jetzt mal richtig easy. So, gleich die mutierten Behälter öffnen. Aber bitte auf der richtigen Waffe. So, wir hatten schon ganze Zeit Schrotflinte. Machen wir mal kurz so.
Weil Brennstoff habe ich noch genug. So, und jetzt will ich nochmal hier. Jetzt machen wir nochmal richtig Härtetest. Ich gehe mal kurz zum Sendeturm hoch. Mhm. Lass mich mal nochmal ein bisschen beschießen. Mhm. Weil dementsprechend die bei dem Sendeturm sind ja dieselben wie im Untergrund. Mhm. Für Nuke werfen und so. Müssen wir uns jetzt fürchten noch vor den Geschütztürmen oder haben sie das auch richtig hingekriegt? Das wäre ein Traum. Na, ich guck mal hier. So, hallo Brüderchen. Töten. Ja, töten, 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 töten. Na komm, schieß mal auf mich. Naja, es geht. Es zieht aber auch noch ordentlich rein. Aber es geht. Es ist nicht mehr so krass schlimm. Es ist noch schlimm, aber es ist nicht mehr so, dass du sagst, oh Gottes Willen. Zumal ich stehe jetzt hier in der Baggerrüstung. Aber wenigstens ist das Feuer schon mal gematcht. Ja, was passt. Jetzt würde mich doch interessieren, was Angler tun. Ja, wir können auch nochmal nach Angler gehen. Komm. Wir gehen's nach Garland Snallows. Ja, war ich schon. Aber ich habe sie erschossen, bevor sie mich angespuckt haben. Ja, komm, dann geh da jetzt nochmal hin, dann sitzt du da. Dann können wir nochmal richtig testen hier. Gehen wir nochmal richtig gucken hier. Holen wir uns mal erstmal nur ein. Das ist jetzt ein 60er. Ah, oh, guck mal, hier. Oh, das macht ja fast gar nichts. Der macht ja fast gar nichts mehr. Guck dir das an. Da kommt ja die Stimpumpe schon gegen an. Also, das ist optimal. Ich hol mir mal einen. Jetzt komm her, kleiner Racker. Ja, ja. Oh, du hast sogar einen legendären. Da musst du vorsichtig sein. Die machen aber ein bisschen mehr. Ah, der haut. Der haut. Der haut? Der haut. Ach, und apropos, 3 Sterne soll jetzt auch 3 Sterne geben. Ups, siehst du? Der haut. Ja gut, da muss ich gegen Stim. Da kommt Stim-Pumpe und überleben da nicht hinterher. Wo ist mein Zeug? Liegt das hier noch irgendwo? Nein, ja doch, das liegt da. Tüte. Hier, neben mir und dem Angler. Ich werde gerade ein bisschen gestreichelt. Nein, das Mistvieh erstmal weg hier. So. Also 3 Sterne nee. Soll 3 Sterne geben, ne? Das funktioniert immer. Also ich hatte jetzt 2 Sterne mal wieder. Hm. Ja. Naja, das ist halt, ja gut, das haben sie schon so oft auch mal reingeschrieben. Das ist so ein Mitläufer. Wie würde Alex das jetzt sagen? Auch wenn wir ihn jetzt rezitieren. Wir haben die Spielperformance verbessert. Ja. Eindeutig. Aber komm, Respekt, es läuft endlich mal mit dem Feuerschaden ein bisschen angenehmer. Man braucht jetzt nicht mehr fürchten, wenn ein... Stimmt, Feuerfloater, auf nach Big Mar. Auf nach Big Mar, Feuerfloater, die sind ja genauso eklig. Das finde ich spontan immer nicht, verdammt. Einfach eine Schnellreise auf mich, ich bin schon da. Ja, du bist, ja. So, den blauen, den machen wir schon mal weg. Den grünen machen wir auch weg. Den brauchen wir nicht. Die sind irrelevant. So, und dann haben wir hier hinten einen 100er. Mit Feuerschaden. Ich brenne gerade nicht zu Tode. Im Gegenteil, ich heile mich sogar noch durch seinen Flammen, weil ich Querschläger drin habe. Ach du Scheiße.
Ich habe ja den Flammenwerfer in der Hand. Warte mal, ich muss mal hier. So, jetzt nehme ich mal die Schrotflinte in die Hand. So, okay, Pfefferstreuer geht auch. Jetzt mach nochmal Feuer hier. Ja, guck dir das an. Du hast gar nichts. Gen. So, jetzt nimm mal den Stift. Du musst einfach nur einen Nahkampfangriff auf ihn durchführen. Dann kommt er zu dir. Ich hab ihn gehauen. Ja. Ja. Ja, aber einfach so stehen bleiben würde ich nicht. Ich schieß dann doch mal lieber zurück. So. Ja, aber ne? Aber ja. Es geht, ja. Es geht. Also der Feuerschaden ist echt anständig. Und ich muss sagen, so Flammenwaffe, also ich habe jetzt den Heilige Flamme drinnen gehabt. Ich habe keinen Unterschied gemerkt. Also viele Leute haben ja dann befürchtet, unsere Flammenwaffen gehen dann ja kaputt. Also sowas wie Flammenwerfer und ähnliches. Mhm. Aber bis jetzt habe ich keinen Unterschied gemerkt. Haben sie gut gemacht. Dann loben wir sie doch mal und bitten, es jetzt dann doch mal eine Weile nicht zu verändern. Es also läuft. Flammenwaffen benutze ich ja sehr selten, aber das Heilige Feuer eben ging ja auch ganz gut. Also von daher. Ja, wie gesagt, das Heilige Feuer sehe ich jetzt nicht so. Also es macht immer noch denselben Schaden in der Hand wie sonst auch. Ja. Na gut, ich habe es jetzt nur ein bisschen aufgemotzt, dass es noch nicht mal neu gerollt ist oder so. Ja, ich habe auch nur Tank und Lauf verändert. Ja. Es ist ja so eine stabile Waffe. Es ist ja so eine stabile Waffe. Bloß bei mir müsste ich wirklich erstmal gucken, dass ich meine Rüstung mal langsam alle fertig mache hier. So, haben wir hier noch eine Schandtat auf dem Server? Nicht wirklich, ne? Wir haben keine Schandtaten hier. Nö. Auf dem Server. Gerade nicht. Wie man mal Gaudi machen könnt. Na, dann machen wir frühzeitigen Cut. Jo. Bist du denn frühzeitig entlassen? Jo. Jo, endlich! Hört auf! Oh, endlich! Nö, war ja nicht schlimm heute. Ja, dann kommst du jetzt in den neuen Vault rein, ne? Da wirst du dann wieder an die Wand gekettet und dann holen wir dich bei der nächsten Aufnahme wieder raus. Ist das ein Deal? Okay. Gut. Dann machen wir jetzt hier einen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann. Tschüss!